Hey Leute, Zeit für Lost Battlefield. Ja, leider gab es heute Morgen eine Art Bugfix auf dem Lost Battlefield Server, war glaube ich um 10 Uhr rum nicht zugänglich. Und wenn ich das richtig sehe oder richtig informiert bin, wurde da schon mal die Rangliste heute Morgen resettet. Heißt, wir haben hier nicht mehr die Platzierung von gestern, sondern schon einen Teil der Platzierung von heute mit dabei. Ihr seht hier die einzigsten oder wahrscheinlich werden schon die ersten Spieler heute über die 600er-Punkte-Marke rübergehen und in die nächste Liga aufsteigen. Und das war mit den Kämpfen, mit den durchschnittlichen Punkten von ungefähr 30 Punkten pro Kampf gestern einfach noch nicht möglich. Also haben wir schon sicherlich einige Spieler bis heute zu dem Reset gekämpft. Und ich weiß aber, dass die Spieler, die schon gekämpft haben, zwar jetzt die Rangliste aktualisiert wurde um 10 Uhr, schon hier drauf sind, aber nicht neue Versuche bekommen haben. Also müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die erste Season komplett versaut ist. Lediglich die Rangliste wurde heute um 10 nochmal aktualisiert. Und dementsprechend ja, weiß ich auch nicht, welcher Platz ich gestern war. Aber gut, was soll's. Wir refreshen erstmal den ersten Gegner und sind ein bisschen enttäuscht. 511 Punkte ist ein bisschen wenig. Refreshen wir nochmal. Ah, 508. Müssen wir uns erstmal mit anfreunden, würde ich sagen, für den ersten Kampf. Ich habe die Teams ein bisschen umgebaut. Im dritten Team ist jetzt Imhotep mit drin. Interessant ist, denke ich, der Umbau hier. Ich habe hier wieder den Hexer drin. Ich habe ja ein bisschen gebastelt, habe die Pixie mit hinzugenommen, weil sie einfach die Möglichkeit hat, Debuffs zu entfernen und Buffs der Gegner, wenn wir da eventuell nicht durch den Hexer, wie wir es gestern gesehen haben, zum Proc kommen, dass wir vielleicht hier noch die Chance haben, wenn die Pixie ein Schild hat, die eigenen Debuffs wieder zu entfernen. Wir haben Molter als Damage Dealer, der Kürbis ist raus. Wir haben ja gesehen gestern, dass das Team ohne Buff-Helden einfach nur durch den Aries Proc gewonnen hat und ich hoffe, dass wir mit der Konstellation trotzdem gegen starke Teams eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben zu gewinnen, über 90%. Dann haben wir das erste Team ein bisschen aufgewertet mit dem Flat rein. Der hat Erquicken 2 genauso wie der Kürbis, um hier noch schneller zum Proc zu kommen. Den Geistermager mit hinzu für DPS und das dritte Team ist der Imhotep mit rein, um hier auch nochmal ein bisschen mehr Stun zu haben. Aber wir schauen mal, wie es läuft. Ich kriege ja immer viel Feedback von euch, worüber ich mich freue. Und im ersten Team haben wir einen Flat. Flat spricht eigentlich für einen Aries. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal, was wir haben. Ja, und da ist der Aries, der steht hinten. Mal gucken, wie der Kampf wird. Aber der Aries hat kein Erquicken hier. Okay, damit prockt unser Destroyer. Danach kommt gleich der Proc vom Donnergott. Okay. Sicherer Sieg. Und dann damit dürfte es eigentlich gewesen sein. Ah, hier haben wir den Hexer. Na, doch nicht. Mal schauen. Ich habe hier die Hoffnung, dass wir den Moltaniker-Proc mal zu sehen bekommen. Aber der braucht auch sehr lange. Nee, da kommt er nicht mal zum Proc. Okay, ja, wir kriegen nur 32 Punkte. Es ist ärgerlich für den ersten Kampf hier keine hohe Platzierung zu haben. 501. Nee, da rerollen wir nochmal und hoffen auf 506. Wir haben ja schon Spieler gesehen, die deutlich höhere Punkte haben, aber 506 haben, dann kriegen wir nicht mal 30 Punkte hier zustande. Aber wir haben nur noch zwei Rerolls und nachher ärgere ich mich. Ja, wir hatten einen Geistermagier gesehen. Okay, dann nehmen wir wieder das gleiche Team. Okay, Kalypso vorne, Molter, aber keine Buffs. Da kam der Proc und der Flood kommt nicht mal zum Proc. Okay, schon vorbei. Ich vermute, jetzt treffen wir aus Aries Team. Okay, ne, ja, warum kriegen wir hier keine starken Gegner heute? So, der Molter kommt hoffentlich mal zum Proc, da ist er voll und da ist der Kampf auch schon vorbei. Na, 29 Punkte nur. Damit kommen wir natürlich sehr, sehr langsam voran. 510 Punkte. Was macht IGG hier mit dem Lost Battlefield? Müssen wir nochmal. 510 Punkte. Tja, wir können noch einmal rerollen. Da müssen wir den Kampf hinnehmen. Wir haben ja schon Aries gesehen. Ach, was soll's. Aries gegen Aries. Ich vermute, es wird kein so starker Gegner sein. Die Aries steht hinten. Damit müssten wir garantiert zuerst procken. Haben hier auch noch die Schilde drauf. Und erstmal gucken. Aber der Damage ist sehr niedrig. Ja, da kam der Molter mal zum Proc und der Kampf ist vorbei. So, Hexer. Ein schönes Team. Flat mit dabei, wie bei uns. So, jetzt kommt Flat, hau mal einen Proc raus. Oh, und da haben wir nicht zuerst geprockt, trotz der Stun. Zu wenig DPS. Ja, warum
kommt da unser Flood nicht zum Stand. Da haben wir so viel Damage reingekriegt. Und der Kampf wird echt bitter. Hier gegen Molta. Mino braucht er ewig, bis er da ist. Komm schon hier. Ich sehe nichts. Ich sehe kein Proc. Alles im Stun. Da kommt der Santa, der versaut uns den Kampf. Okay. Da verlieren wir so einen Kampf. Gegen kein starkes Team. Noch, das ist noch bitterer. Also im ersten Team war Aries drin. Ach man, also darüber kann man sich dann echt ärgern. Wir haben kein Damage großartig. Wir kriegen hier aus dem ersten Team zu wenig Schaden raus. Warum passiert uns das? Wir procken hier zuerst, ist dann alles, dann kommt ein Donnergott-Prock. Trotzdem verlieren wir den Kampf. Da bin ich auch echt überfragt, woran das gerade lag. Wir haben ja den Flat drin, aber was nützt uns der Flat im Team, wenn er nicht zum Procken kommt? Das ist so eine Sache. Wir stunnen, dann stunnen wir nochmal, dann hauen alle Helden zu, dann sind die gegnerischen Helden aufgeladen. Das gefällt mir irgendwie gar nicht, wie das abläuft. Vielleicht mal so gucken. Dass wir uns hier auf weniger Helden konzentrieren und mehr Damage vielleicht fahren. Jetzt habe ich aber echt schon wieder vergessen, wir haben, sind gegen seinen Aries angetreten mit unserem Aries. Hatte der Aries einen 5er Erquicken? Wie wollen wir? Wir haben, ach man, das ist echt ärgerlich. Wir wollen zumindest in die neue, auf die neue Punkte rangehen. Wir müssen die beiden Kämpfe gewinnen. Da muss ich mir nochmal die Aufnahme anschauen. Stoppen wir mal.